Hallo, wir sind Wolfgang Peres und Band, in diesem Fall Samba, Sandro und Kolja. Und wir beantworten jetzt ein paar Fragen aus dem CO-Pop-Freundinnenbuch für euch. Und der Samba liest die erste Frage vor. Genau. Wir können sagen, wer antworten will, antwortet. Mach mal den Anfang oder so. Okay, also die erste Frage lautet, die hast du eigentlich schon beantwortet, der Name der Band. Ja, also, okay. Wolfgang Peres und Band. Hat diese Band einen Spitznamen? Los Niños del Sol. Ja. Wir haben gestern diese Shirts selber gemalt. Hier kann man die sehen. Und die anderen auch. Genau. Stimmt. Soll ich weitergeben? Oder ja, ich frage dich weiter? Jetzt. Ja. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Du hast eine Frage nicht vergessen. Aber, ja. Okay. Aber wenn ich gefragt werde, 26. Aha, warum 26? Ist ein super Alter. Ja. Besser ja. Geht's, glaube ich, nicht. Ihr könnt auch irgendeine Frage. Sag mal, bist du wirklich 26? Nee. Okay. So. Ja, Sandro, das Peinlichste, was mir je passiert ist. Oh Gott, what the fuck? Wolle, das Peinlichste, was mir je passiert ist. Das Peinlichste, was mir je passiert ist. Boah, mir fällt jetzt. Warte mal. Das ist immer diese. Das ist eine schwierige Frage. Hat jemand was? Ich meine, selbst wenn man das jetzt die Frage beantworten würde, wäre das nicht das Peinlichste, was einem je passiert ist. Weil das würde man also man beantwortet wirklich das Peinlichste, aber dann würde man ja so denken, in die Hose gemacht in einer unangenehmen Situation oder von der Bühne gefallen oder zu Hause rausgeworfen. Aber ich habe jetzt gerade nichts. Lass die Nächste machen. Geil. Mhm. Ich habe immer öfter mal ein paar peinliche Momente, wenn ich halt laut vor mich hinsinge. Und dann einfach checke, okay, da ist die ganze Zeit irgendwie jemand gewesen, der das einfach mitbekommen hat. Also wenn man so für sich hin versetziert. Mhm. Nice. Ach, wir sollen eigentlich die Antworten schreiben. Ja, gerne. Ich schreibe einfach mit und in der Zeit stelle ich die nächste Frage. Samba, welchen Song von dir würdest du so heute nicht mehr veröffentlichen? Da können wir einfach alle, wo du mit... Ja, das stimmt. Welchen Song würde ich heute so nicht mehr mit veröffentlichen? Gute Frage. Also ich finde irgendwie, alles, was man so bis jetzt gemacht hat an Musik, ist vielleicht ein Schritt weiter, ein Entwicklungsschritt. Ich weiß nicht, also von der ersten Band vielleicht. Aber das finde ich eigentlich auch cool, sich so alte Songs oder so nochmal anzugucken und dann so denken, war damals irgendwie blöd, aber das würde ich jetzt heute halt anders machen. Ich könnte noch sagen, ich würde nicht nochmal I Believe I Can Fly live covern. Ja, stimmt. Das ist doch irgendwie zu komisch. Wann hast du das gemacht? Sollte nicht mehr. Lange her. Jetzt habe ich drüber gesprochen, obwohl ich nicht drüber sprechen wollte. Das ist was passiert ist. Ja. Jetzt darüber sprechen. Super. Zwei Antworten mit einem. Über mein R. Kelly Cover in der Öffentlichkeit gesprochen zu haben. Okay, dann darf ich, ich frag dich jetzt was, Kolja. Wenn ich nachts geweckt werde? Wenn ich nachts geweckt werde, springe ich eigentlich direkt auf. Ich habe eigentlich kein Problem damit. Mein Bruder, der fängt immer direkt an zu fluchen und einen aus der Familie zu exkommunizieren. Ist es gewohnt also? Ja, schon. Also, ja. Sandro, welchen Song eines anderen Künstlers, einer anderen Künstlerin hättest du insgeheim gern selbst geschrieben? Oh, Anastasia. Left Outside Alone. Left Outside Alone, Anastasia. Wow, das wäre ziemlich big. Bitte. Hier. Kannst du es schreiben und vielleicht direkt die nächste schon in den Raum? Ja, aber sie wird es kennen. Okay. Samba. Ja. Dein absolutes Traumfeature. Ein Traumfeature. Feature kann ja einerseits ein Künstler sein oder so ein Feature. Also so ein Jetpack wäre auch ein Feature. Das stimmt. Oder so ein Skill. Auf jeden Fall. Ein Skill. Also ein Feature mit Wolfgang Peres. Wir sind ja jetzt hier im Rahmen von Wolfgang Peres. Stan Getz wäre dann ein super Feature. Kennst du den? So ein Jazz-Job. Girl from Ipanema hat er. Mhm. Ja. Aber dann hättest du ja selber keinen Job mehr. Ist der Schlagzeuger. Stan Getz? Ach so, nee, ich habe an wen habe ich denn gedacht? Du hast den Schlagzeuger gemeint. Wer ist denn nochmal? So ähnlich.
Den, den du immer sagst. Skates. Ja, ich stehe gerade am Schlauch. Ich auch. Süß. Wie heißt der denn nochmal? Der heißt auch Getz. Ja, ja. Steve Getz, glaube ich. Steve Getz, ja. Steve also Getz. Dein absolutes Traumfeature ist Steve Getz. Nee, Stan Getz. Stan Getz. Also das ist relativ verwirrend, aber ganz andere Musik auf jeden Fall. Stan Getz. Oder mach S.Getz. Ah ja. Ich mach das so S und in Klammern Getz. Okay. Ja, nächste Frage. Wolle. Mit welcher Person wärst du am liebsten für 2 Stunden im kleinsten Backstage der Welt eingesperrt? Kann man jetzt auf verschiedene Weisen beantworten. Für wie lange? Für 2 Stunden. In dem kleinsten Backstage der Welt? Ja, 120 Minuten. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Würdest du gerne mit dem auf gerne mit dem unterhalten. Ich hätte gerne Holger Gschwindner dabei, sein Trainer. Und der ist halt riesig und das wäre halt witzig. Das stimmt. Dann, ich glaube, hattest du gerade das Buch? Nee. Oder Rolle? Das will ich, nee, warte. Was sagst du, wenn du beim Arzt nach deinem Beruf gefragt wirst? Sandro. Nee. Jonathan. Beruf? Ja. Arbeitslos. Das sagst du nicht. Nein, das sag ich nicht. halt Student, ja. Alright. Student. Ah ja, voll. Das würde ich mit 1 Million anstellen. Keule. Mit 1 Million? Ja. Boah, ich glaube, ich würde erstmal 5 Jahre nichts machen. Und einfach nur davon leben. 5 Jahre chillen. Und irgendwo leben. 5 Jahre chillen. Gut investiertes Geld. Ja. Wahrscheinlich ein teures Klavier kaufen wahrscheinlich. Ja. Wohl von 1 Million kann man auch mehr, kann man auch ein Jahrzehnt leben. Ich würde so ein privat veranstaltetes Wer wird Millionär machen. Geil. Aber nur unter Freunden, dass das Geld halt eh beieinander bleibt. Cool. Ja. Ist noch was? Ist noch was? Ich darf hier noch arbeitslos hin. Hauptsache. Das will ich unbedingt noch loswerden. Will jemand noch was loswerden? Ich glaube, die Frage beantwortest am besten du. Das will ich unbedingt noch loswerden. Mein Handy. Das nervt. Kann ich empfehlen. Ja. Ich glaube, seit 2 Wochen ohne Handy rum. Okay, Sternzeichen haben wir noch. Was haben wir hier für ein Sternzeichen alle zusammen? Regenbogen, Schmetterling. Na gut. Na gut. Regenbogen, Schmetterling. Kannst du ja mal vielleicht ganz nah ran. Immer näher.